noch die hier. Na gut, egal, jetzt muss ich meinen Neujahrskamin rufen. Mein Name ist Cal Dano. Sieht so aus, als wäre ich zur richtigen Zeit eingetroffen. Ich bin hier, um bei dem Problem mit diesem Stern zu helfen. Ich bin ein Wissenschaftler und verfüge über spezielles Wissen, das in dieser Situation helfen könnte. Es ist schön, Sie zu treffen, Carl. Wir freuen uns über Ihre Hilfe. Entschuldigen Sie die Störung, das ist mein Heimatstern. Das Überleben meines Volkes steht hier auf dem Spiel. Falls Sie eine Möglichkeit haben, den Prozess umzukehren, sollte mein Volk dabei involviert sein. Einverstanden. Da bisher keine anderen Lösungen in Sicht sind, sollten wir uns zumindest anhören, was er zu sagen hat. In Ordnung, ich bin dazu bereit. Aber es wird mich etwas Zeit kosten, mit einem Shuttle zu Ihnen zu stoßen. Wie Sie sich vorstellen können, ist es derzeit etwas hektisch hier. Keine Sorge, wir werden kein Schiff benötigen. Hast du dir eigentlich schon mal die neuen Star Trek-Filme angeguckt, Hirnchen? Kann ich dir echt mal empfehlen? Ich meine dich, Hirnchen. Hirnchen. Nee, kann ich dir mal raten, weil wenn du sagst, du magst nicht auf dieses alte Zeug, dann die neuen Filme sind ja mit der neuen besser gemacht alles. Sie werden aufgrund der Subraumverteiler das Innere meines Schiffs nicht erfassen können. Ich werde sie dann mal an Bord bringen. Bereit zum Transport. Ja, du kriegst auch aus diesen Filmen, aus den Star Trek Filmen, kannst du auch solche Schiffe besorgen. Hier im Spiel. Ist auch ganz lustig. Na, aus dem Nichts. Er wird dir einfach in den Arsch treten. Ach, bei Dead Space immer von der Decke. Ah, ja. Also immer von hinten. Heilender Heckantrieb. Halt mal. Kann es das sein, was du meinst? Willkommen an Bord. Ich bin Cal Dano. Sie haben mich hierher versetzt, ohne dass ich den dazwischenliegenden Raum durchquert hätte. Sie verfügen über Quantenteleportationstechnologie. Ja, wir nennen das einen Transporter. Er hat nur eine begrenzte Reichweite, doch er ist nützlich, um von der Oberfläche auf das Schiff zu gelangen. Unmöglich! Der Innenraum des Schiffs ist gewaltig, obwohl das Schiff nicht größer als ein Shuttle ist. Mein Schiff bedient sich verdichteter Subraumfalten. Es ist innen größer. Im Moment haben wir allerdings weitaus wichtigere Dinge zu erledigen. Vielleicht meinst du das Aegis-Set? Das könnte es vielleicht sonst noch sein, was mir einfällt. Warte mal. Ich weiß auch nicht. Bei dem Aegis-Set ist das jetzt hier dies. Wenn ich damit fliege, passieren schon bestimmte Sachen. Aber ich kann jetzt nicht genau sagen, ob das das ist, was du meinst. Oder meinst du solche komischen Kugeln, die durch die Gegend fliegen? Vielleicht. Das ist sonst das da. Das weiß ich. Weil sonst passiert auch nichts. Mist. Mit wem muss ich reden? Das ist alles ziemlich überwältigend. Diese Cal Dano ist ein weiterer Fremder von einem anderen Ort. Und Sie sind hier, um uns mit unserem sterbenden Stern zu helfen? Ja, wir sind gekommen, um Nachforschungen über den Stern anzustellen und jetzt stecken wir mittendrin. Oh, ja, ich schätze, ich verstehe nun, wie ein plötzlich sterbender Stern die Aufmerksamkeit von gewissen Personen auf sich lenken kann. Mein Volk ist ein Volk von Entdeckern und würde beim Erstkontakt normalerweise diplomatische Beziehungen eröffnen. Doch dies ist keine normale Situation. Es ist ein seltsamer Zufall. Wir hätten uns vermutlich niemals getroffen, wenn das Problem mit diesem Stern nicht bestanden hätte. Mein Volk hatte nie wirklich den Wunsch, das große Unbekannte zu erforschen. Wir haben ein paar Sonden geschickt und ein paar Nachbarn getroffen, doch wir waren stets glücklich mit unserer Heimatwelt, da wir alles haben, was wir brauchen. Also, wieso hätten wir es riskieren sollen? Ich schätze, dass diese Krise diese Frage beantwortet. Die Galaxie ist größer als wir. Und um zu überleben, müssen wir die Grenzen unserer Heimatwelt hinausschauen.
Die Vereinigte Föderation der Planeten hat die Erkundung und den friedlichen Kontakt mit neuen Spezies zu einem ihrer obersten Ziele erklärt. Es klingt, als hätten sie viel Erfahrung darin, mit anderen Völkern zu interagieren. Vielleicht können wir, wenn wir diese Geschichte überleben sollten, diese Chance nutzen, um einander besser kennenzulernen und darüber zu reden, was wir gemeinsam haben und was wir einander anbieten könnten. Ich bin mir sicher, dass mein Volk offizielle Beziehungen eingehen möchte. Ihre Erfahrungen hier würden sie zu einer natürlichen Wahl machen, um an diesem Prozess teilzunehmen. Wie kann ich helfen? Meine Heimat schwebt in Gefahr. Ich werde etwas dagegen unternehmen. Ich will an der Behebung des Problems beteiligt sein. Bleiben Sie an der Seite von Cal Dano. Das ist sein Schiff. Daher kann er es vermutlich am besten erklären. Willkommen auf meinem Schiff. Machen Sie sich keine Sorgen, dieses Schiff stammt aus dem 31. Jahrhundert und verfügt über Technologie, die Sie wahrscheinlich noch nicht kennen. Ich kann Ihnen jedoch versichern, dass ich hier bin, um zu helfen. Das erklärt, warum meine Scans die Hülle Ihres Schiffs nicht durchdringen konnten oder woher Sie die Technologie haben, mit der ein sterbender Stern stabilisiert werden kann. Korrekt. Ich stehe in Verbindung mit einer temporalen Abteilung für... Nun, sagen wir einfach, dass Sie mir einen Verbündeten aus der Zukunft sehen können. Dass ich hier bin, um den Lucari-Stern zu retten. Also geht es darum, den Zeitfluss zu ändern? Davon hatte ich in letzter Zeit bereits genug. Nein, nein, ich versuche Veränderungen zu verhindern, beziehungsweise rückgängig zu machen. Jemand hat sich an diesem Stern zu schaffen gemacht. Der Stern sollte eigentlich nicht hier und jetzt sterben. Die Lucari werden heute nicht verschwinden. Zumindest nicht so lange, wie ein Wörtchen mitzureden haben. Ich verfüge über Technologie, die uns helfen kann, doch wir werden sie anpassen müssen, um den Fusionsprozess des Sterns wieder in Gang zu setzen. Ich würde Sie gerne bitten, mir bei der Angleichung dieser Matrix zu helfen, sodass sie mit dem ursprünglichen Spektrum des Sterns übereinstimmt. Können Sie das genauer erklären? Diese Matrix kann Quanteninduktionsfelder anpassen, aber es gehört eigentlich nicht zu ihrer ursprünglichen Funktion, stellare Prozesse neu zu starten. Diese Aufgabe sollte jedoch einfach zu lösen sein. Begeben Sie sich zu jeder Konsole und passen Sie die Intensität jedes Farbspektrums an. Wenn Sie die Farben richtig kombinieren, sollte die Matrix auf der zentralen Konsole die ursprüngliche Farbe des Sterns wiedergeben. Geschafft. Ich werde anstatt der Hauptenergie des Gerätes von dieser Konsole aus regulieren. Was hältst du von meinem Charakter, wie klein der ist? Hast du ja auch bestimmt gesehen. Herni? Hast du bestimmt die Größe meines Charakters gesehen. Kannst du vergleichen, wie groß ich bin und wie groß meine Mitstreiter sind, dann weißt du es. Ach scheiße, falsch rum. Hättest du mal sehen müssen, das ist ganz witzig. Sir, während ich die Scans durchgeführt habe, habe ich ein paar Daten zu Cal Dano erhalten und diese sind ein wenig überraschend. Er scheint ein Mensch, Vulkania-Hybride zu sein, mit ein wenig den DNA des Volkes dieser Welt. Anscheinend hat dieses Volk, die Lucari, in Zukunft eine stärkere Bindung mit dem Rest der Galaxie. Also will er nicht nur diesen Planeten vor der Vernichtung bewahren, sondern auch seine Vorfahren. Das bedeutet letztendlich, dass er wahrscheinlich vertrauenswürdiger ist. Lassen Sie uns die Arbeit an diesem Stern abschließen. Oh Gott, 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 Gott. So viel zu tun. Tja. Ändert sich viel, wenn der Tag lang ist. Genau! Klingt, als ob diejenigen, die versucht haben, den Lokalstern zu destabilisieren, zurückgekehrt sind. Lassen Sie uns schauen, wer. Sie meinen es anscheinend ernst. Schilder haben Energie verloren. Wir werden angegriffen.
Waffen einsatzbereit. Bereiten Sie sich darauf vor, die Enter-Kommandos zurückzuschlagen. Was sind das für Dinger? Toljana, Mensch, kannst du lesen? Toljana, halten Sie sie fern. Ich muss diese Berechnung abschließen. Ups, ich habe einen Blitzschlag gemacht. Bin ich jetzt Thor geworden? Ich bin Thor, der Donnergott. Ich habe das Gerät mit einem Kraftfeld abgeschirmt. Doch, ich kann es nicht einsetzen, solange die Toriana nicht ausgeschaltet wurde. Schilde sind wieder oben. Das sollte das Problem mit dem Enter-Kommandos lösen. Ah, ja. Ja, ich war schon früher ganz gut. Perfekt auch. Ach Mensch. Wir haben eine Wir haben eine Verschnaufpause. Jetzt muss ich das Gerät nur noch aufladen und es für die Verwendung vorbereiten. In nur wenigen Minuten wird es eine Quantenwellenverschiebung herbeiführen, die den ins Stocken geratenen Fusionsprozess des Sterns korrigieren sollte. Sie sollten sich zurück auf ihr Schiff begeben und ich werde die Administratorin zurück nach Hause schicken. Ja, ich werde, wie gesagt, noch bald einen neuen Charakter anfangen. Wenn ich einen neuen Charakter anfange, wenn du willst, kannst du dann mitmachen. Machen wir zu zweit da richtig schön Story-Mission spielen und so einen Scheiß. Ja, das ist eine gute Sache, Schnubbi. Schnubbo. Das Gerät wird aufgeladen. Es sollte jetzt noch wenige Minuten dauern, bis der Stern wieder in Ordnung kommt. Ich halte mich bereit. Geben Sie uns den Tag zu Tat. Ja, das ist auch ein blödes Arschloch. Oh, schwerer Plasma-Torpedo. Boom. Und nochmal Boom, er ist tot. Sie werden uns den Tag zu Tat aussenden. Oder sie werden zerstört. Dürfen natürlich nicht einfach zulassen, dass sie in die Hände bekommen. Ich brauche nur noch etwas mehr Zeit und dann können wir den Stern verjüngen. Ach, diese, meinst du dieses korkenziehende grüne Ding, was um mein Schiff geht? Meinst du das vielleicht? Kerl, dein Schiff erzeugt eine außerordentliche Energielevel. Okay, ja, ich müsste mal nachdenken, was das war. Dank seiner Forschung der Energie konnte er die Waffe eines Flachschiffes in einen Schatten packen. Ich kann mir gut vorstellen, Schnubbo, dass das von dem Aegis-Set vielleicht ist. Das ist so ein Tankset, was einen, ich glaube, heilt sogar und was war's noch? Ich hab's vergessen. Ja, ich glaube, ich habe wieder dieses Aegis-Set gesehen. Eine Traumfähigkeit könnte auch sein, stimmt. Warte, ich kann nach, dass ich das Traumfähigkeit machen.
Transatoren voll aufgeladen. Feuer in 3 Sekunden.